Verstimmung zwischen der Türkei und dem Irak. 1200 Kilometer Grenze teilen die beiden Länder. Und über diese Grenze möchte der irakische Ministerpräsident al-Abadi türkische Truppen wieder nach Hause schicken. Dieser Forderung hat der türkische Präsident Erdogan jetzt eine gepfefferte Absage erteilt. Er beleidigt mich. Ich rede nicht einmal mit dir. Du bist nicht auf meiner Ebene. Du bist weniger wert. Was du aus dem Irak herüberschreist, ist uns egal. Du solltest wissen, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Und überhaupt, wer ist das eigentlich? Iraks Ministerpräsident, bleib da, wo du hingehörst. Bei dem Streit geht es um die Strategie zur Eroberung der irakischen Stadt Mosul. Die ist derzeit in den Händen des sogenannten Islamischen Staates. Die Türkei trainiert im Irak Kämpfer für den Sturm auf die Stadt und will das auch weiterhin tun. Der irakische Ministerpräsident will aber künftig auf die türkische Hilfe verzichten.